Um Artikelbestände in eine angeschlossene Filiale oder Filialen zu verteilen, haben Sie bereits vielleicht in einem vorhergehenden Video schon die manuelle Bestandsverteilung gesehen. In diesem Video widmen wir uns der Schnellbestandsverteilung. Und das ist relativ simpel. Unter Anwendungen, Artikel, Schnellbestandsverteilung können Sie diese Verteilung aufrufen. Allerdings unterliegt diese Schnellbestandsverteilung ähnlich der Schnellinventur einer gewissen Prämisse, das heißt einer Voraussetzung. So, die Meldung steht eigentlich schon da. Er kann es nicht machen, weil es mehrere gleiche ERNs gibt. So, warum ist das ein Problem? Schauen wir uns das einfach mal an. Im Artikelstamm machen wir einen Rechtsklick und zeige doppelte ERN-Nummern. Wir sehen, dass es diese Nummer doppelt gibt. Okay. Wavi Profi 3 bietet nämlich Ihnen die komfortable Möglichkeit, einfach drüber zu scannen über Ihren Artikel und der trägt dann den ERN-Code in die Übertragungsdatei ein. Dabei muss natürlich gewährleistet sein, denn es könnte ja sein, dass Sie 3 Meter mit einem Funkscanner zum Beispiel arbeiten und dass Sie 3 Meter vom Computer wegstehen, weil Sie auch gleich die Ware in den Karton packen. So, und alles, was Sie reinpacken, scannen Sie sofort ein. Somit sind Sie nicht unmittelbar am Computer und Wavi Profi 3 muss dann alleine entscheiden, was er mit diesem ERN-Code machen soll und um welchen Artikel es sich eindeutig handelt. Und diese Eindeutigkeit ist einfach bei mehreren gleichen ERN-Nummern nicht mehr gegeben. Und somit sagt Wavi Profi 3 Benutzer, das geht so nicht, weil die Nummer passt nicht. Ja, weil es ist jetzt, ich habe mehrere gleiche ERNs und Wavi Profi 3 kann nicht dann irgendwas entscheiden, wenn sie 3 Meter vom Computer entstehen, weil er nicht weiß, um welchen Artikel das sich handelt. Wenn sie zum Beispiel diese ERN-Nummer einscannen würden, weil er weiß ja nicht, ob es jetzt der heutige Artikel ist oder ob es die Pumpe ist, die sie vielleicht gerade in die Filiale verpacken. Okay, ich denke mal, das Problem ist jetzt klar. Ich gehe jetzt einfach an der Stelle her und sage, für diese Pumpe mache ich einen neuen ERN. Okay. So, und dann gehe ich hier unten auf das X und schaue mir dann erneut Rechtsklick, zeige doppelte ERN-Nummern an. Wenn nun dieses Feld leer ist, ist alles wunderbar und Sie können sowohl eine Schnellinventur und als auch eine Schnellbestandsverteilung machen. Ich möchte bloß darauf hinweisen, dass wenn Sie eine neue ERN-Nummer generieren und Sie eventuell diese Pumpe ausgezeichnet haben, ja, mit Ihren eigenen Etiketten, sollten Sie natürlich Etiketten für Ihre Bestandsmenge nun drucken und auch neu etikettieren. Weil wenn Sie die alte ERN-Nummer einscannen, was ja diese war, landen Sie automatisch anstatt bei der Pumpe bei dem heutigen Artikel. Nur so viel am Rande. Okay, nun können wir echt ganz cool hier Artikel Schnellbestandsverteilung für Filialen machen. So, wie funktioniert das Ganze? Das Grundprinzip ist sehr einfach. Oben, wo dieser grüne Balken ist, können Sie einfach einscannen. Sie scannen ein. Naja, wir sollten halt auch da in dem Feld stehen. Okay, wir scannen ein. Und der Artikel kommt sofort rein. Er scanne ich nochmal ein. Schaut, Wavi Profi 3 gibt es den Artikel bereits und addiert die und addiert einfach ein Stück dazu. Alternativ könnten Sie natürlich auch vorher, wie es oben beschrieben ist, hier einfach einscannen oder Stückzahl X eingeben. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich sage jetzt 3X und automatisch sagt Wavi Profi 3, der ERN, der jetzt kommt, kommt dreimal. Ich scanne ein. Und wir haben jetzt für unsere Nummer hier dreimal. Wenn Sie sagen, ich habe mich da vertan, es waren ja eigentlich plus 2, haben Sie jetzt wiederum 2 Möglichkeiten. Sie können sagen, minus 1x, ja, und dann einfach einscannen. Dann zieht jetzt Wavi Profi 3 von unserer ERN-Nummer mit den 18 hinten raus 1 ab. Sehen Sie es? Das ist ganz cool. Oder Sie können sagen, oh, ich habe mich komplett vertan, Doppelklick drauf. Dann können Sie diese Nummer entfernen und Sie können erneut mit, was weiß ich, 2x jetzt den ERN einscannen. Und jetzt haben wir ihn hier drin. Wenn Sie fertig sind mit Ihrer Verteilung, weil jetzt haben wir ja nur auf die Filiale 1 verteilt, da bitte drauf achten. Wenn Sie sagen, ich brauche natürlich was für die Filiale 2 auch, dann müssten Sie es natürlich hier anklicken. Und dann könnten Sie sagen, ich will jetzt halt hier, und wir sehen das in der Liste im Übrigen hier, 1 steht für Filiale 1, hier oben, Filialnummer, also interne Nummer 1, und hier stehen wir auf der Nummer 2. Wenn ich jetzt für die Filiale 2 was einscanne, sehen Sie es, ich stehe auf der Filiale 2 und jetzt kommt hier in der Liste die 2. Also somit ist es für Sie auch ersichtlich, dass Sie es auch auseinanderhalten können.
Und nun könnte sagen, übertragen. Jetzt fragt Wabi Profi 3, ob er wirklich die Bestandsverteilung abschließen soll. Ja, ich bin mir sicher. Und er sagt, Vorbereitung für Artikelübertragung wurde fertiggestellt. Die endgültige Übertragung, das ist jetzt genauso wie in dem vorhergehenden Video, bitte über die Menüleiste Administration, Systemeinstellungen, Filial, Zentraldatenaustausch. Okay. Hier können wir nun Verteilerlisten drucken. Ja, die kommen jetzt natürlich auf den Drucker raus, die sehen Sie jetzt nicht, das ist jetzt blöd, aber egal. Die könnten Sie jetzt zu dieser Warenlieferung mit dazulegen, so damit die Filiale auch eine Eingangskontrolle hat, das heißt, ist alles in dem Karton drin, was auf dem Zettel draufsteht. Das Verteilen erfolgt nun über Administration, Systemeinstellungen, Filialen und hier Zentral- oder Filialdatenaustausch. Das habe ich bereits in dem Video manuelle Bestandsverteilung erklärt. Ich wiederhole es nur noch mal ganz kurz. Sie haben die Möglichkeit, per USB-Stick oder per FTP die Daten zu senden. Wenn Sie einen USB-Stick, wenn Sie die Variante USB-Stick haben, dann müssen Sie natürlich sicherstellen, damit auch ein USB-Stick vorhanden ist. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen die Daten übertragen, überprüft Wabi Profi 3, ob ein USB-Stick vorhanden ist. Er hat keinen gefunden, also sagt er Ihnen, geht's ja nicht, lieber Benutzer, weil es ist kein USB-Stick da. Ich stecke jetzt einen USB-Stick ein. Okay. Und versuche das Gleiche jetzt erneut. Nun prüft Wabi Profi 3, aha, USB-Stick gibt es ja, nein. Jetzt macht der USB-Stick auf, ja, egal. Und dann sagt er hier, wählen Sie das gewünschte USB-Laufwerk aus. Sie haben maximal die Möglichkeit, 3 USB-Sticks sich hier anzeigen zu lassen. Aber, okay, dann sagen Sie, ich will es auf mein Laufwerk I haben und dann werden die Daten auf das Laufwerk I kopiert, die Sie dann auf dem gleichen Wege in der Filiale einlesen könnten. Und auch an dieser Stelle sehen wir uns kurz den Inhalt an. Und zwar hier, wir haben zwei Bestandsdateien für die Filiale 1 und für die Filiale 2 und eine Zentraldatei, ja, wo alle Informationen oder alle Stammdaten relevanten Informationen, Artikel, Warengruppen, Lieferanten, Farben, Größen, Längen, Saisonen, Definitionen, Tabellen hier mit drin gespeichert sind. Ja, das war's schon mit der Schnellbestandsverteilung. Ist eine coole Geschichte. Wie gesagt, Eindeutigkeit der ERN-Nummern bitte beachten. Dann funktioniert das wundergut, wunderbar und spart richtig Zeit.